Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So schreiben die Apostel Paulus und Johannes. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Jesus Christus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Weil wir nun hier versammelt sind, im Namen des Herrn, wollen wir uns vor ihm demütigen, ihm von Herzen unsere Schuld bekennen und miteinander also sprechen. Herr, mein Gott, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, in Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland. Aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie sehr ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Amen. Ist dies eure redliche Gesinnung und begehrt ihr Vergebung um Christi willen, so antwortet mit Ja. Ja. Wer seine Sünden bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. So verkündige ich euch, die ihr eure Sünden bekennt und von Herzen bereut, an Jesus Christus wahrhaftig glaubt und den Vorsatz habt, euer Leben zu bessern, die Vergebung all eurer Sünden. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Herr, du Quelle allen Lebens. Ohne dich ist unser Wort leer und unsere Liebe ohne Kraft. Wir sind arm und können uns selber nicht helfen. Komm und kehre bei uns ein mit der Macht deines Wortes, mit der Kraft deiner Liebe, mit dem Reichtum deiner Gnade. Herr, erbarme dich unser. Alttestamentliche Lesung für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis, wie sie geschrieben steht im Buch des Propheten Jeremia im 23. Kapitel. So spricht der Herr Zebaoth: Höret nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohl gehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin nicht ich es, der Himmel und Erde erfüllt
Herr. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Dann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihre Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Thank you.
im 16. Kapitel. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freude. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in der Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit die nicht auch noch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Selig sind, die das Wort Gottes hören und in ihren Herzen bewahren. Lob sei dir, o Christe.
hören heute ein Bildwort aus dem ersten Johannesbrief im vierten Kapitel. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Furcht wird von der Liebe ausgetrieben. Denn die Furcht, die rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, hier in der Kirche und daheim vor euren Bildschirmen. Wenn wir uns heute von zu Hause aufmachen und durch die Stadt gehen oder durch den Ort, wo wir leben, da sehen wir sehr schnell in den Warenhäusern und nicht nur, wie vieles uns heute an Lebensmöglichkeiten angeboten wird, von denen wir früher so gar nicht geträumt haben und vielleicht von denen viele Menschen heutzutage noch träumen. Und die erste, wenn man so vor einem Schaufenster steht, denkt man, ja, das macht das Leben einfacher. Aber der zweite Gedanke ist schon, macht es das Leben ablebenswerter oder menschlicher? Was unser Leben wirklich lebenswert macht, ist die Liebe. Die Liebe, das geliebt werden und das Lieben in all seinen Facetten. Über Landes-, über Standes-, über Konfessionsgrenzen hinweg. Es gibt dazu ein schönes Märchen. Auf einem alten Friedhof in Niederlanden, da zeigt eine Grabstätte, was die Liebe vermag, die Liebe als Kraft. Vor 150 Jahren hat hier ein Ehepaar seine letzte Ruhe gefunden, das durch seine Liebe Mauern, regelrecht Mauern überwand. Sie war katholisch, aus adligem Geschlecht und Deutsche. Er war protestantisch, ein einfacher Bürger und stammte aus Amsterdam. Für die damalige Welt einfach unerhört überwanden sie Konfessionsgrenzen, Standesgrenzen und Landesgrenzen. Dieser Skandal wird ihnen manches Spießrutenlaufer beschert haben, zumindest Kopfschütteln. Es war damals auch unmöglich, schrieben die Kinder, sie nebeneinander zu beerdigen, weil der katholische vom evangelischen Teil des Friedhofs durch eine sehr hohe Mauer getrennt war. Da aber fanden ihre Kinder, die in der Schule der liebenden Eltern aufgewachsen waren, eine erstaunliche Lösung. Vater und Mutter wurden Kopf an Kopf dies und jenseits der Mauer beerdigt. Er auf dem evangelischen, sie auf dem katholischen Teil. Und ihre Grabsteine, die waren so hoch, dass sie die Mauer überragte. Aus ihnen heraus greifen steinerne Hände, die über die Mauer einander festhalten. Diese Grabstätte gibt es heute noch. Sie ist ein christliches Denkmal einer Liebe, die alle Mauern überwinden kann. Wie oft
hören wir von lieblosen Taten, die Menschen einander zufügen. Wie oft werden wir nicht mehr selbst schuldig an anderen Menschen, weil wir uns von ihnen abwenden, weil wir ihnen einfach unsere Hilfe, unsere Zuwendung und Liebe schuldig bleiben. Ja, das Leben funktioniert nun mal nicht nach unseren Spielregeln, wie wir es uns zurechtlegen und es uns passt. Es spielt uns ganz oft, vielleicht auch durch Zufall, Menschen zu, ja, die unsere Aufmerksamkeit, unsere Zuwendung und Liebe brauchen, in irgendeiner Weise. Die Frage an uns ist, bemerken wir diese Menschen oder übersehen wir sie, weil wir viel zu viel mit uns selbst beschäftigt sind oder weil wir einfach aus unserer Geschäftigkeit und Gleichgültigkeit auch einfach nicht herauswachsen können. Wie wichtig diese Liebe, überhaupt Liebe in unserem Leben ist, erzählt uns auch der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Dort heißt es ja, wenn ich jetzt mit Engelszungen und Menschenzungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich wie eine klingende Schelle. Wenn ich was sagen könnte und alle Geheimnisse dieser Erde wüsste und alle Erkenntnis hätte und allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen, hätte die Liebe aber nicht, so wäre es mir nichts nütze. Ich denke, jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, dass wir ohne Liebe nicht leben können. Schon als Säuglinge haben wir das erfahren, denn ohne die Zuwendung und liebevolle Art der Eltern wären wir weder am Leben, noch könnten wir anderen Menschen diese Zuwendung schenken. Wenige Zeilen vor unserem heutigen Predigtwort sagt Johannes, die Liebe besteht darin, nicht dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und liebt und dass er uns gesandt hat, seinen Sohn, zur Versöhnung für unsere Schuld, auch die wir schuldig bleiben einander. Sicher, auch Schüler, die das hören, oder Konfirmanden, eine 15-jährige Konfirmandin sagte dazu, ach, weißt du, wenn es das wirklich gäbe, so mit Versöhnung und Vergebung der Sünden, mit der Liebe, dann müsste man doch mehr davon sehen, in meiner eigenen Familie und im Leben der Menschen. In Wirklichkeit muss man aber immer fit sein. Man darf keine Fehler machen, sonst ist es schnell aus mit dem Geliebtwerden. Machen wir nicht auch manchmal genau diese Erfahrung? Ist das nicht ein Lebensgefühl sehr vieler Menschen von heute? Ja, wir leben in einer Welt doch, die sehr viel auf Leistung setzt. So viel jemand leistet, so viel ist er wert. Dafür muss man aber jung sein. Dafür muss man optimistisch sein. Man muss immer voller Lebensmut, voller Energie und Kraft haben. Und gerade das setzt so viele, gerade junge Menschen, unter einem furchtbaren Druck. Psychologen heute haben es immer mehr mit Menschen zu tun, die unter starken Angstgefühlen leiden. Da ist die Angst vor schwierigen Situationen, die Angst vor Entscheidungen, die Angst vor dem Versagen und vor dem Scheitern des Lebens. Und dazu kommt die Angst um die Zukunft, die Angst vor dem Älterwerden, vor Krankheit, gerade heute, vor Einsamkeit. Und von dieser Angst redet unser Predigtwort auch. Es redet von dieser Furcht vor dem Gericht Gottes. Was ist dieses Gericht? Es ist einfach das Urteil, das am Ende eines Lebens über einem schwebt. Es redet davon, was ist, wenn am Ende des Lebens eine negative Bilanz steht. Und dort ist, es war falsch. Es war vergeblich. Und in diese Angst hinein spricht aber heute der Jünger und Apostel Johannes ein sehr schönes Wort, ein erlösendes Wort. Er sagt, Gott ist Liebe. Und damit sagt er uns, Gott ist ein Gott, der uns Menschen das Teuerste gibt, um uns Menschen zu erlösen. Diese Welt war einmal Gottes gute Schöpfung, so lesen wir es am Anfang der Bibel. Aber der Mensch
wollte selber Herr sein. Und seither ist er sich auch selbst der Nächste. Darum gibt es Gewalt, Neid, Hass, Kriege werden geführt, Menschen werden misshandelt, gefoltert, verfolgt. Nun könnte Gott dieser Welt sich selbst überlassen, einfach abwarten, was aus ihr wird. Aber er tut es nicht, weil er sie liebt. Gerade weil Gott diese Welt liebt, kommt er zu uns Menschen, in Jesus von Nazareth. Und er bringt uns die Botschaft von dieser Befreiung aus allem Hass, aus aller Gewalt. Und er bringt die Botschaft von der Vergebung der Sünden. Es ist ein schwerer Weg, aber am Ende dieses Weges steht das Kreuz. Gerade hier, an diesem Punkt, am Kreuz, gibt Gott der Welt den größten Beweis seiner Liebe zu uns Menschen. Die Konfirmandin sagte, ich muss immer etwas leisten, um gesehen und geliebt zu werden. Aber das stimmt so nicht. Muss ich immer etwas leisten, um gesehen zu werden? Gott sagt, er liebt dich, egal was du leistest. Oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, weil ich krank bin, weil ich erfolglos bin, weil ich alt bin, weil ich Fehler habe. Nein, Gott liebt dich. Er hat seinen Sohn dahin gegeben, gerade deine Schwächen und deine Fehler zu vergeben. Nach diesen Kriterien urteilen wir Menschen. Aber Gott denkt anders über uns. Wir sind ihm viel wert. Er sagt, du bist mein Kind. Am Abend vor seiner Gefangennahme, da feiert Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern. Er weiß ganz genau, dass Petrus ihn verleugnen wird. Er weiß auch, dass Judas ihn verraten wird. Aber auch sie haben Anteil am Leib und Blut, das für sie vergossen wird. Und auch sie werden getragen von der Liebe Gottes. Und dieses gibt es so schön auf einem Kirchenportal in Frankreich, der Basilika in Vézelay. Dort kann man das auch bildhaft sehen. Dort in Stein gemeißelt, wie Jesus auf seinen Schultern Judas trägt. Ja, Furcht. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, sagt Johannes. Wir kennen auch alle die Geschichte von der Stillung des Sturmes. Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Genezareth. Da erhebt sich ein gewaltiger Sturm, die Wellen schlagen ins Boot und es droht zu sinken. Und voller Angst schreien die Jünger, Meister, wir verderben. Und Jesus sagt ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ich bin doch bei euch. Und er gebietet den Sturm und er befreit die Jünger von ihrer Angst. Auch wir erleben so manchen Sturm, so manche Welle, die über uns zusammenzuschlagen droht, die uns Angst macht. Wir werden in unseren Sorgen und Ängsten manchmal wirklich nicht fertig. Wir verzweifeln und resignieren. Und heute, auch durch dieses Wort werden wir noch einmal hingewiesen auf Jesus, der uns mit seiner Liebe umgibt und trägt. Aber wie das so ist, brauchen wir nicht oft Beweise als Mensch. Wir verzweifeln auch an dieser Liebe, weil wir die nicht sehen. Aber Liebe lebt nicht von Beweisen. Liebe lebt von Vertrauen, vom Glauben daran. Ich weiß nicht, von unserem Partner verlangen wir vielleicht auch nicht ständig Beweise seiner Liebe, sondern wir vertrauen einfach auf die Liebe zu uns. So auch hier, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir uns geliebt wissen, so wird sich auch in unserem Leben so mancher Sturm legen. Liebe Brüder und Schwestern, aus all dem, was wir gehört haben und aus all dem, was die Jünger mit Jesus erlebt haben, zieht Johannes die Schlussfolgerung, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Aus dieser Liebe Gottes zu uns Menschen, aus dieser Liebe heraus soll unsere Liebe wieder wachsen zu unserem Nächsten.
Die Liebe Gottes, Liebe wirkt die Gegenliebe. Und Johannes nennt den Nächsten Bruder und meint damit jeden, der uns begegnet. Der uns begegnet im Sinne von jedem, der unsere Zuwendung, unsere Hilfe und Liebe braucht. Und Johannes schreibt diese Worte an eine Gemeinde, in der es eine Gruppe Christen gab, die meinten, sie hätten eine ganz besondere Gemeinschaft mit Gott. Aber das Gebot der Nächstenliebe, das ginge sie nichts an. Und ihnen sagt Johannes, wer Gott liebt, der kann seinen Bruder nicht hassen, denn sonst ist er ein Lügner. Wer Gott liebt, der liebt auch seinen Bruder, denn Gott liebt diesen genauso sehr wie dich. Dasselbe sagt auch Jesus, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wird, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, nicht nur die Gemeinde des Johannes damals hatte mit der Liebe zum Nächsten ihre Schwierigkeiten, die haben wir auch heute. Der berühmte Schriftsteller Walter Scott, der fuhr einmal mit dem Boot über einen See und er bemerkte, dass auf seinem Boot auf beiden Rudern etwas geschrieben steht. Auf dem einen stand Gott und auf dem anderen Ruder stand Nächster. Und er fragte nun den Fuhrmann, was hat denn das zu bedeuten? Und dieser sagte, na, wenn ich nur eine Ruder benütze, so drehe ich mich immer nur im Kreis herum auf dem See. Wenn ich aber beide benutze, so komme ich vorwärts. Wir gehen auch zum Gottesdienst oder wir hören die Predigt, wir singen, wir beten gemeinsam. Aber wie oft und wie schwer fällt es uns draußen, in unserem Alltag eben diese Konsequenzen dann auch für unser Leben daraus zu ziehen und mit dem Umgang zu unserem Nächsten. Wir werden heute aufgerufen, darüber nachzudenken und aufgerufen, eben beide Ruder zu benutzen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten. Denn unsere Liebe zum Nächsten ist immer nur eine Antwort auf die Liebe Gottes zu uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Dienstag laden wir alle Frühaufsteher, nicht nur, herzlich zu unserer Morgenandacht hierher in die Kirche um 7 Uhr ein. Und die Frauen zum Frauentreffen am Nachmittag um 16 Uhr. Am Mittwoch sind ab 17 Uhr herzlich eingeladen alle, die zur Chorprobe kommen, und später die Kinder um 18 Uhr. Donnerstag laden wir herzlich in der Früh um 10 Uhr die Vorkonfirmanden zum Online-Unterricht ein und herzlich zur Bibelstunde nachmittags um 17 Uhr. Freitag findet der deutschsprachige Konfirmandenunterricht 14.30 Uhr statt. Und nochmal herzliche Einladung für nächsten Sonntag, den zweiten Sonntag nach Trinitatis, wieder zum Haupt- und zum Kindergottesdienst um 10 Uhr. Des Weiteren teilen wir Folgendes mit. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag, dem 30. Mai, betrug 345 Lei. Die heutige Kollekte ist für den geistlichen Dienst in unserer Gemeinde bestimmt. Die Blumen, die heute den Altar schmücken, wurden von Frau Annemarie Dörr zum Gedenken an ihre verstorbene Mutter sowie von Daniel Kosma gespendet. Herzlichen Dank dafür. Gott segne Geber und Gabe. In dieser vergangenen Woche, am Montag, dem 31. Mai, 12.30 Uhr, wurde Joan Marginian, Witwer nach Sophia Marginian, geborene Binder, auf unserem Friedhof zum Grabe getragen. Er war Mechaniker in Rente, zuletzt wohnhaft auf der Anton-Pann-Straße Nummer 78 und ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Am Mittwoch, am 2. Juni, 14.30 Uhr, läuteten die Glocken unserer Kirche zum Gedenken an Hermine Tischler, geborene Binder. Sie ist am 29. Oktober 1932 hier in Mediasch geboren und am 27. Mai dieses Jahres in Metzingen, Deutschland, im Alter von 88 Jahren verstorben. Der allmächtige Gott nehme diese Entschlafenen in Gnade an und er helfe ihnen aus zu seinem ewigen Reich. Er möge alle trösten, die um sie trauern, durch sein Wort und den Heiligen Geist. Das Wort, das uns in dieser Woche begleitet, hören wir aus dem Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Jesus Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Der dreieinige Gott segne uns alle nach dem Reichtum seiner Gnade. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein heiliges Wort gegeben hast. Dein Wort, damit wir davon leben, damit wir daran genesen. Wir danken dir, dass wir nicht hungrig und blind durch unsere Tage gehen müssen, weil dieses dein Wort uns satt macht und ein Licht ist auf unserem Weg. Lass es wachsen in unserem Herzen, Jahr um Jahr, Tag um Tag und Frucht bringen durch unsere Hände. Mehre selbst dein Wort von der Liebe Gottes zu uns in unseren Gemeinden
in unserem Land, in unserer Welt, durch deinen Heiligen Geist. Mache du aus unserem kurzen und vergänglichen Leben ein Ganzes, das dir gehört in Zeit und Ewigkeit. Wir bringen vor dich die Bitte für unsere Familien, für die Eltern, für die Kinder, für alle Kranken, für alle Einsamen, für alle Traurigen und Angefochtenen, für alle leidenden und sterbenden Menschen. Lass ihnen allen dein Wort Trost und Hilfe sein. Du, Herr, Heiland aller, die auf dich hoffen. Amen. Don't leave.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Thank you.
gehen hin. Der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus stärken und bewahren dich im rechten Glauben hin zu ewigen Leben. Gehen hin. Thank you.
Leiten das